Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind im Moment auf dem Weg bei der Gildenexpedition und haben im letzten Part die Schroffküste durchquert und ich habe euch ein paar tolle Real-Life-Stories erzählt. Heute geht es ganz normal weiter, aber bevor wir loslegen, schlagen wir die Wunderkarte. Nein, den Gag verstehe ich immer noch nicht. So, okay, wir müssen weiterlegen. Mit diesem Deck kommen wir zum Basislager. Jawohl, ja. Fangen wir es an. Items lagern. Ja doch, ich habe eine Box zumindest dabei. Falscher Knopf. Das ist sortieren. Also... Was kann weg? Noch eine. Ein normaler Samen. Hier, das brauche ich auch nicht alles. Alter, kannst du mal aufhören, so zu laggen. Ich glaube, im Endeffekt ist mein PC leider relativ belastet, weil ich lade. Hier nebenbei schon ein Video hoch und bearbeite ein Video und vor allem die Bearbeitung ist, glaube ich, schon belastend. Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich sage, dass das Video über 4 Stunden lang ist, wissen sowieso die meisten, was es ist. Wartet kurz. 4 Stunden und 25, um genau zu sein. Also, was wir jetzt tun müssen, ist diesen Berg hinter uns zu lassen. Dann sind wir da. Wir können das schaffen. Bist du bereit, Schmünzer? Ja. Hornberg. Okay, wir gehen über den Hornberg. Okay, auf geht's. Und Bidiza, fände ich ganz sahnig, wenn du nicht noch einen Belebersamen brauchst. Ganz salatig. Und Leute, bevor ihr jetzt auch irgendwie was sagt, was ihr schon letzte Folge getan hättet, aber kackt drauf. Ich wollte noch eins hochgehen. Ich kann Bidizas Attacken und sowas nicht beeinflussen. Das heißt, ich kann ihm nicht sagen, dass er endlich mal was Sinnvolles einsetzen soll. Sowas zum Beispiel. Wenn er nächstes Mal noch Alter Belasto. Oh, Eisendorn. Stärkere Stöcke. Hey du da. An dir kann ich gut meine neue Elektroattacke vorführen. Und wie war sie? Ich bin froh, dass ich endlich eine habe. Geld, 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 Geld. Gut, jetzt haben wir Geld. Und du hast gleich hier nicht mehr viel, weil du jetzt nämlich tot bist. Ah ja, und Rasierblatt für Fragezeichen, Mann, das lasse ich euch noch töten. Ebene 2. Mit Ladefeuern kombiniert ist mein Funkensprung natürlich noch krasser. Wenn du mich vergiftest, dann werde ich deine Geld anzünden. Mhm. Ich kann drohen. Ah, Floragummi wäre schon sahnig, aber... Gibt so ein kleines Problem bei, das eventuell mit meinem Geld zusammenhängt. Oder? Ja, die kosten mehr als 300. Und selbst wenn nicht, müsste ich halt überlegen, ob es das wert wäre. Da oben liegen Steine, die können da liegen bleiben. Da liegen noch mehr Steine. Und da ist ein Pfannkuchen. Jedenfalls heißt das was. Was ich mich immer frage,
Kecleon hat hier sowieso nicht viele Kunden. Und versucht zumindest mit denen irgendwie an Geld zu kommen. Verstehe ich zwar, aber warum sammelt er dann nicht diese Items hier einfach auf und nimmt sie ins Sortiment auf? Das ergibt keinen Sinn. Ist Kecleon kurzsichtig? Kann er nicht über seinen Laden hinwegsehen? Das ist natürlich eine Theorie. So. Ebene 4, keine Ahnung, wie lange das Ganze gehen wird. Oh, Sniper, wup wup, ich töte es. Etage 5. Oh, guck mal. Das sind wieder Pokémon, die sterben wollen. Nein. Oh, 125. Kriegst du das hin, Fragezeichen, Mann? Ja, sieht gut aus. Sieht sahnig aus. Und salatig. Digga, salatig wird ein neues Trendwort, Leute. Wisst ihr was? Ich habe jetzt einfach mal Bock. Schön, schön, machen wir nur so ein klein wenig Schaden. Ja, dafür, dass es nicht sehr effektiv war, beschweren kann man sich da eher weniger. Lassen wir den Pfannkuchen schlafen. Oh, da will wer Stress. Nein. Brav. Braver Schmünter. Sehr gut. Ey, sinnvolle Fun-Frage, weil warum nicht? Wenn ihr euch ein Pokémon aussuchen könntet, das ihr als Haustier hättet, welches wäre das? Ich muss halt sagen, es gibt sicher einige Menschen, die würden jetzt denken, ja praktisch gesehen so, wäre natürlich ein großer Vogel oder sowas, mit dem man fliegen könnte, cool oder sowas. Ich denke, was das angeht, nicht praktisch. Ich unterscheide nach zwei Arten bei dieser Frage. Entweder, also es kommt drauf an, wie gut man selber die Pokémon kontrollieren könnte. Weil irgendwie zum Beispiel Floink wäre eine Möglichkeit für mich. Aber wenn man nicht so wirklich immer die Kontrolle über seine Pokémon hat, wäre mir da das Risiko zu groß, dass das Haus abfackelt. Aber wenn man das eben hätte, eigentlich ist es dumm, dass ich die Frage beantworte. Denken kann es sich eh jeder. Wenn das nicht so wäre, also wenn man die kontrollieren könnte gescheit, dann wären bei mir wahrscheinlich Floink oder Shinux ganz weit oben, weil... Oh fuck, ey! Hast du gerade einen Apfel gegessen? Leide! Abidiza, du Nutzloser! Nee, da würde ich mich dann eben für Floink oder Shinux entscheiden. Shinux wäre eben auch sehr nah an so einer normalen Katze, denke ich. Ma. Und wenn man diese Einschränkung hätte, dann wäre Bisasam einerseits eine Möglichkeit, weil ich sag's mal so, da kann jetzt nicht so viel Schlimmes passieren wie mit einem Feuer-Pokémon oder so. Das wäre jetzt also nicht das Problem. Aber irgendwie, Evoli hätte ja zum Beispiel auch was. Das ist auch zum Beispiel, das wäre sehr normal. Da sehe ich eigentlich überhaupt keine Risiken, die das irgendwie haben könnte.
Es wäre halt einfach ein Evoli. Und Evoli ist toll. Ist Omad only Käfer? Oh, Omad ist kein nervig. Bidiza, leck es weg. Plaudergeil, du hast die Teams doch eingeteilt. Warum muss ich jetzt nochmal mit Bidiza los? Weil, genau. Wir sind ja hier die neuesten Gildenmitglieder und... Oh, unten ist die Treppe. Und deswegen auch die unerfahrensten. Und wäre es rein taktisch nicht schlauer, wenn man unerfahrene Gildenmitglieder mit erfahreneren in einem Team hat, damit sie nicht so viele Probleme bekommen, weil Bidiza ist unerfahren. Das wird ja wohl keiner bestreiten. Und das merkt man auch an seinem Kampfstil. Oh, seht euch den Keck da an. Der will doch einen auf die Schnauze. Ja, komm nur hier. Hadouken! Wo kommst du auf einmal her? Wo kommen die alle auf einmal her? Nein, Bidiza, lauf nicht vor! Ich hab ein Problem. Digga, ich bin tot. Ich muss hier eine Sinelbeere essen. Bidiza, 5 Leben hatte der noch. Bitte lasst mich angreifen. Kacke, jetzt hab ich Low HP. Alter, es ist doch lächerlich. Ich werd jetzt sterben. Warte, scheiße, ich hab keine Beleber. Oh nein, und ich hab heute noch keinen Save gehabt. Hallo? Nein. Als ob, vor allem wetten, das war die letzte Ebene. Das war so safe, die letzte Scheißebene. Junge! Komm! So unnötig! Was habe ich denn jetzt noch alles? Apfel, Sinelbeere, Banane. Ja, ein bisschen was verloren, toll. Ja, natürlich wieder ein Hornberg. Wenn der jetzt auch noch falsch ist. Nee. Oh. Das hat sich ja mal gelohnt. Ey, Fragezeichen, man. Du brauchst keinen Panzerschutz. Oh, okay. Hat sich gelohnt. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Erstmal Solarstrahl. Okay, zumindest meine BP sind wieder... Was? Der hat sich gerade meinen Beleber sah. Komm, das ist doch ein Gag. Der hat gerade meinen Belebersamen gegessen, dieses scheiß Ariados. Das ist lächerlich.
Ich hab nur noch einen jetzt und der ist im Lager. Stimmt, wie viel Geld habe ich eigentlich? Okay, keine Ahnung, ob überhaupt welches. Alter, ist das unnötig, nachdem die letzte Folge so gut war. Jetzt sowas. Das reicht ein normaler Hit nicht. Das wollte ich nicht. Digga, ich drück doch. Alter, jetzt macht... Die 3 FPS machen's nicht gerade angenehmer. Und natürlich... Natürlich... Bidiza, mach lieber was Sinnvolles, wenn du jetzt stirbst! Durch dieses scheiß Knilz! Junge, Bidiza, ich lass dich hier gar nichts machen. Level 14. Vor allem, Alter, das war ja auch noch eine richtig miese Situation. Was hätte ich machen können gegen 2 Omod? Die hatten ja auch noch Silberhauch, womit sie meinen ganzen Team 20 Damage drücken. Das ist nun mal broken. Komm, jetzt bitte nicht so lang brauchen. Aber mal ernst, wir kennen doch auch alle den Günther-Effekt hier in Mystery Dungeon. Der wird jetzt sowieso nicht gerade nachlassen, wegen dem Fail. Weil jetzt jemand gerade nicht weiß, was ich meine. Das heißt so viel wie genau sowas zum Beispiel. Oder vor allem, dass meistens der letzte Raum, in den man guckt, der mit der Treppe ist. Und ich wünschte, ich könnte Bidiza sagen, dass er Kopfnuss only nutzen soll. Der macht nur Kacke, der Typ. Scheiß auf Knilz. Ja, diagonal laufen geht halt nicht. Sehr schön. Gibt sogar ein Level up. So. Lol. Roffel. Der Raroffelkopter. Was sagt... Alter. Wir machen das, aha. Nein. Der reinigt Items. Was bringst du nochmal? Stopp. Ich will nicht aus dem Dungeon wegrennen. Was sagst du nochmal? Mein Ernst, das ist, glaube ich, der komischste Ort im Spiel. Yay, Wundertüten! Eine nehme ich noch. Glücksspiel, yay. Komm, bitte was Cooles. Ich hatte da eigentlich fast immer Sinelbeeren. Ja, gibt's da überhaupt was anderes jetzt mal for real? Ah ja. Die dürft ihr behalten.
Bin ich nicht nett? Die genutzte TM, weil man die hier genau wie in den Generationen bis zur 5., wo man TMs halt nur einmal nutzen konnte. Sicher verfehle ich. Mein Ernst, das Ding habe ich bis gerade auf der letzten Ebene halt nie gesehen. Und jetzt hier halt. So, geht zum Glück. Okay, schnell voran. Ja, okay, auf jeden Fall nicht schlimm. Ebene C. Oh ja, so muss das laufen. Mit den Treppen habe ich gerade zum Glück relativ viel Glück. Warum habe ich nur gewusst, dass Bidiza das Ding nicht finishen wird? Sicher nicht, weil ich an Bidizas Kompetenz zweifle. Doch, weil ich an Bidizas Kompetenz zweifle. Komm, Alter, das wird die... Hier, das ist genau die Ebene, auf der ich gerade eben war. Wenn jetzt... Wenn ich jetzt hier... durchkomme und sich herausstellt, dass das wirklich die letzte Ebene war... Schon wieder?! Okay, das ist lächerlich. Da bin ich schon wieder. Ich will hier aber nichts. Nee, geht sogar noch weiter. Jetzt mal for real. Habe ich gerade innerhalb von einem Dungeon zweimal den Geheimbazar gefunden. Wie lang ist der Hornberg? Ich entspanne mich mal ganz flott hier weg. Komm. Hier wird jetzt ja wohl keiner aus meinem Team sterben. Komm, das muss es doch langsam gewesen sein. Kapitel 8. Das Herz von Groudon. Das heißt, auch der Dungeon war richtig. Danke, Jesus. Vergesst nicht, wenn ihr Kaugummi kaut, dann werdet ihr auch zu Jesus. Dann seid ihr auch Ehren-Jesus. Wir haben es geschafft. Wir sind über den Hornberg gekommen. Endlich geschafft. Jawohl, ja. Wir haben das Basislager erreicht. Moin, ich bin's. Habt ihr mich schon vermisst? Hallo Leute, tut mir leid, dass ihr auf uns warten musstet. Ihr verspätet euch, alle anderen sind schon längst da. Ja, Plauderguy, renn du bitte durch den Dungeon, wenn in der scheiß 12. Ebene dann zwei solche hässlichen Kack-Omod und Naerodactyl chillen. Und außerdem haben wir ein bisschen Zeit auf zwei Geheimbasaren verbracht. Legt eure Ausrüstung ab, beeilt euch! Jetzt, weil wir versammelt sind, kommen wir zur strategischen Besprechung. Aber ja. Stimmt was nicht, Schmünter? Wisst ihr was? Ich zitiere jetzt mich selber aus Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers an mehreren Stellen innerhalb der ersten 4 müssten es sein Folgen. Pong, 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 pong! Ja, gutes Zitat, ich weiß. Das war aus irgendeinem Grund so ein Insider in den ersten 4 Folgen, in denen mit Fragezeichen, man. Was ist das für ein seltsames Gefühl? Ich weiß nicht, woher es kommt. Warte, ich kenne den Ort. War ich schon mal hier? Vielleicht hat dort was mit mir zu tun? War ich schon mal hier, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe? Bewegung! Gehen wir, Schmünter. Alles mal
herhören, bitte. Wie es aussieht, sind alle wohl bald im Basislager angekommen. Nun ja, halbwegs. Wir werden jetzt die Erkundung des Nebelsees in Angriff nehmen. Wie ihr seht, befinden wir uns in einem dicht bewaldeten Gebiet. Nee, echt? Ich dachte, die Bäume wären ein See. Irgendwo in diesem Wald soll der Nebelsee verborgen sein. Aber bis jetzt ist das nichts weiter als ein Gerücht. Zahllose Erkundungsteams haben schon ihr Glück versucht, aber bisher konnte der See nicht entdeckt werden. Hey. Also gibt's den jetzt oder was? Diesen Nebelsee. Sei nicht albern, Krebskopf. Du machst die Illusion kaputt, wenn du das sagst. Ja, verlieren uns nicht einen Spaß. Hey. Darf ich was sagen? Einmal auf unserer Reise habe ich eine Legende gehört. Eine Legende, sagst du? Ja, eine Legende über den Nebelsee. Der Legende zufolge lebt am Nebelsee ein Pokémon namens Selfie. Und das macht gerne Selfies. Außerdem soll es ausgesprochen selten sein. Selfie kann angeblich das Gedächtnis von anderen auslöschen, indem es ihnen in die Augen sieht. Bitte was? Es löscht ihr Gedächtnis aus? Selbst wenn Reisende den Nebelsee finden würden, Selfie würde ihr Gedächtnis löschen und würde somit verhindern, dass die Reisenden etwas von der Existenz des Sees verraten könnten. Diese Weise schützt Selfie den Nebelsee. Ich hab gehört, dass es so eine Legende bis heute gibt. Menschenskinders, das ist ja eine haarsträubende Geschichte. Was mache ich, wenn mein Gedächtnis ausgelöscht wird? Ich glaube nicht, dass du dir da große Sorgen machen musst. Du bist doch sowieso so vergesslich, dass es zum Schreien ist. Ihr solltet wissen, dass über solche Orte gerne Märchen oder Legenden verbreitet werden. Unsere Gilde hat auf ihren erfolgreichen Expeditionen große Hindernisse und Schwierigkeiten überwunden. Allerdings, da kommt unser erstklassiger Ruf als Gilde. Keine Angst, alles wird toll. Lasst uns auch auf diesem Abenteuer positiv denken und versuchen wir es. Fahren wir mit dem Plan fort. Der Gildenmeister und ich werden hierbleiben, um Informationen von den Teams im Einsatz zu sammeln. Auf Deutsch, machen wir mal wieder keinen Finger krumm, während ihr die ganze Arbeit für uns macht. Ihr werdet den Teams aufbrechen, um diesen Wald zu erkunden. Denkt daran, dass dieser Wald von dichtem Nebel umhüllt ist. Betretet ihr ihn erst einmal, ist eure Sicht sehr eingeschränkt. Die geistige Sicht bei vielen von euch ist dies ohnehin schon. Wir glauben, dass der Nebelsee wegen dieses Nebels bisher unentdeckt blieb. Nee! Echt? Ich dachte, der Name kommt vom Vanille-Eiscreme aus dem Supermarkt. Was habe ich gedrückt? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Vielleicht gibt es einen Weg, diesen Nebel zu vertreiben. Darum sollt ihr nach zwei Dingen suchen. Erstens nach dem Nebelsee. Und zweitens nach einer Möglichkeit, den Nebel zu vertreiben. Ventilator! Wenn euch eins davon gelingt, kehrt zum Basislager zurück und erzählt es mir oder dem Gildenmeister. Das ist alles. Nun gut, Pokémon, geben wir unser Bestes. Je. Versuchen wir alle unser Bestes zu geben. Wäre schön, wenn wir als Entdeckung machen können. Wir werden den See finden, ich bin mir sicher. Ich werde der Erste sein. Papa, glaubst du, der Nebelsee ist vielleicht unterirdisch? Ich habe mir überlegt, dass wir unter der Erde suchen sollten. Wo sucht ihr sonst, Dick da? Ihr könnt nirgendwo anders suchen. Ah, mein Sohn, mein ganzer Stolz, du hast ja so recht, lass uns unter der Erde suchen. Okay, Pokémon, wir gehen. Alles klar, ich find's irgendwie komisch, wenn man einfach wenn die Pokémon sich gegenseitig mit Pokémon ansprechen. Ich wollte gerade sagen, scheiße. Kacke. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich von einer Gruppe Leute verabschiede, ich kenne, sage ich ja auch nicht Tschüss, Menschen. Das mache ich manchmal.
Digga, der Moment, den habe ich so oft. Ich will irgendwen, irgendein Spiel, irgendeinen Menschen für irgendwas haten. Und dann fällt mir auf, scheiße, das mache ich doch selber auch. Hey, wir können es nicht leisten zu trödeln. Aber ja, wir müssen uns beeilen. Ja, tschüss, ihr Keks. Na gut, wir sollten auch gehen, was, Jungs? Hi. Gehen wir, Schmünzer. Wir müssen uns beeilen. Und an dieser Stelle setzen wir in der nächsten Folge wieder an. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch zum Supporten ein Abo da. Ein Like fände ich auch sahnig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und Salat.